auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Fatih, das war sicherlich eine ziemlich bittere Niederlage gegen einen Gegner, gegen den man sicherlich hätte 3 Punkte holen wollen. Ja, wir wollten unbedingt 3 Punkte. Ja, gut, die standen halt gut. Ob der erste Elfmeter war, glaube ich nicht, aber Schiri hat halt gepfiffen, war um 1-0 hinten. Wenn wir durch Diagonalbälle, durch Seideflanke, lange Bälle, weil sie hoch standen sind, immer versucht. Elfmeter immer halt verschossen. Ja, und 2-3 Chancen immer ausgelassen. Ja, ich denke, spielerisch war schon okay, aber hat halt nicht funktioniert heute. Wenn man nicht trifft, gewinnt man halt nicht. Wie hast du den Elfmeter gesehen, die Situation? Also ich habe den Ball, ich habe den Ball noch getroffen zu Aki. Aki hat seinen Fuß vor dem Gegenspieler gestellt. Ne? Normal muss er faul für uns pfeifen, aber komischerweise hat er Elfmeter gepfiffen. Dann waren wir 1-0 hinten und dann ist halt natürlich schwer gegen so zu einer Mannschaft zu spielen. Dann haben wir durch die lange Bälle, haben wir dann auch einen Elfmeter bekommen. Wenn wir den reinmachen, steht es 1-1. Dann machen wir das Spiel wieder, obwohl wir ganz Zeit das Spiel gemacht haben und ihn halt auf Konter gespielt. Aber letzte Minute noch ein Tor bekommen. Ja gut, darf man halt die Köpfe nicht hängen lassen. Ich bitte, wir wollen da oben mithängen. Ja, jetzt muss man halt weitermachen und die nächsten Spiele schauen. Dominik Salz ist heute wieder auf dem Platz gestanden. Ursprünglich war er als Auswechselspieler geplant, dann stand er doch von Anfang an drauf. Plagen euch jetzt trotzdem Ausfälle und Verletzungssorgen? Ja gut, heute haben 4 Spieler krank gespielt. Der Aki, Stan hat gar nicht, Stan ist von der Bank gekommen. Aki und Tadeli auch, alle krank gespielt. Der Bogdan ist ausgefallen, ne? Wichtiger Spieler. Ja, da haben wir trotzdem versucht, alles gut zu machen, aber hat halt nicht funktioniert heute. Ja, was für Aufgaben liegen jetzt bei euch, sowohl außerhalb des Platzes als auch jetzt von den Gegnern her? Jetzt von Gegnern her, außerhalb Platzes, gut, immer muss man halt die Probleme abschaffen bei uns, ja, was da außen rumläuft, abläuft. Die Probleme müssen wir abschaffen, wir müssen weitermachen, es sind noch viele Spiele vor uns, ja, müssen wir richtig Gas geben und dann mal auch die Tore schießen, damit wir da auch hochkommen dann. Nächster Gegner ist SV Links. Gegen den wird man sicherlich alles aufbieten können, um 3 Punkte zu holen. Na gut, wir versuchen jedes Spiel 3 Punkte zu holen. Wir spielen unser Spiel, wir schauen nicht nach dem Gegner. Ja, ich denke, spielerisch, wenn man mehr dabei geht, ist es auch schwer, auf dem Platz hier zu spielen. Ja, deswegen haben wir auch dann, weil es so hoch steht, immer mit langen Bälle, Diagonalbälle gearbeitet. Halt am Ende nochmal nichts getroffen. Ja, wir haben halt gerade das Problem, dass wir vorne nichts rein bekommen. Ich hoffe, das biegen wir irgendwann um und dann holen wir die 3 Punkte. Fatih, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.